Frau Professor Münch, Sie leiten ja einen Think Tank. Wie kommen Sie mit dem Begriff klar? Wie definieren Sie es? Think Tank, Denkfabrik, was bedeutet das für Sie? Nun ja, jetzt ist die Akademie für politische Bildung kein klassischer Think Tank, weil wir jetzt nicht nur da sitzen und Ideen schmieden, sondern uns auch und in erster Linie als Ort des Austausches verstehen. Und insofern erweitert das natürlich dann auch schon den Think-Tank-Begriff. Also wir sitzen jetzt nicht nur in geschlossenen Kreisen und machen ab und zu mal ein Papier oder treffen ab und zu mal Leute, sondern bei uns gehört eigentlich der Austausch, nicht eigentlich, sondern der Austausch ist sogar gesetzlicher Auftrag. Das hat ein kluger bayerischer Gesetzgeber, der Bayerische Landtag, vor 60 Jahren so festgelegt. Insofern sind wir im Grunde ist es ganz wichtig, diesen Austausch herzustellen mit verschiedenen Institutionen, aber natürlich auch mit Einzelpersönlichkeiten, mit verschiedenen Einrichtungen. Und das ist das, was uns von vornherein als gesetzlicher Auftrag mitgegeben worden ist, was meines Erachtens dann aber auch durchaus vielleicht auch zur Legitimation dann auch wiederum sich gelegentlich auch als Think Tank zu betätigen, dann auch beiträgt, dass wir jetzt nicht nur das weitergeben, was wir uns selber ausdenken, sondern dass wir in diesem Austausch stehen. Also ich fasse es zusammen, auch Sie schaffen Freiräume, in denen sich Menschen, unterschiedliche Menschen begegnen und austauschen können. Jetzt könnte man da hingehen und können sagen, es gibt doch heute das Internet. Früher war sowas, würde ich jetzt mal dagegen halten, natürlich sehr wichtig, aber heute theoretisch, die können sich doch alle ganz wunderbar im Internet treffen. Der Herr Dobrindt hat doch gestern erst noch gesagt, wir haben schon 75% schnelles Internet und die in Deutschland, die anderen 25% bekommen wir auch noch. Und dann kann man doch von überall aus der Welt mit anderen diskutieren, sich auf andere Meinungen einlassen. Wozu braucht es das denn noch? Also, ich bin der Auffassung, dass wir nach wie vor und vielleicht sogar mehr denn je Institutionen, Orte brauchen, wo sich die Leute in die Augen schauen, wo man direkt miteinander kommuniziert, dass das eine oder andere zusätzlich ergänzend digital stattfindet, völlig unbenommen. Aber dieser Austausch, dieses persönliche Miteinander in Beziehung treten und vor allem Leute zu treffen, die man nicht in der Form auswählt, wie das ja über das Internet, die sogenannten Filterblasen, doch relativ häufig stattfindet. Also im Internet kommunizieren wir doch vor allem im Grunde mit relativ festgelegten, also denjenigen, zu denen wir von vornherein einen Kontakt haben, wo wir den Twitter-Account abonniert haben oder wie auch immer. Während Sie in Institutionen wie dem Roman-Herzog-Institut oder eben der Akademie für politische Bildung hoffentlich auf Leute begegnen, die unter Umständen etwas völlig anderes Ihnen präsentieren, einen völlig anderen Hintergrund haben, als Sie normalerweise sich jetzt auseinandersetzen würden. Also, und das sehe ich im Grunde als die Hauptfunktion dieser Institutionen, einen zu überraschen, einen gelegentlich auch zu provozieren und dann hoffentlich zu dem nach anzuregen, wozu wir da sind, zum Denken. Wie viele Menschen kommen im Jahr zu Ihnen und was sind das für Leute? Das sind ungefähr so 10.000 Personen im Jahr, wobei wir es dann eben immer noch in Tagungstage umrechnen, die nach Tutzing kommen. Und dann macht natürlich die Akademie, wir sind jetzt nicht nur in Tutzing am See tätig, da ist es zwar mit am schönsten, aber wir gehen natürlich auch in andere Regionen Bayerns und gelegentlich auch andere Regionen Deutschlands. Wir haben vielleicht einen Vorteil. Wir haben den Vorteil, dass auch das wieder so eine Klugheit des bayerischen Gesetzgebers war. Unser Auftrag ist nicht nur die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger anzusprechen, also nicht nur die Endverbraucher zu erreichen. Das versuchen wir auch zu tun. Aber wir versuchen die Leute dadurch auch zu erreichen, dass wir sogenannte Multiplikatoren ansprechen. Also sprich, mir ist zum Beispiel ganz wichtig, Multiplikatoren sind nicht nur Professoren, sondern vor allem auch Lehrkräfte, nicht nur Journalisten, sondern auch Vereinsmitglieder. Also ich muss die Leute erreichen, die wiederum andere erreichen. Weil mit 10.000, das ist für uns, da ist das Haus voll. Aber natürlich betrachtet auf die Gesamtbevölkerung ist es natürlich ein Witz. Also muss ich Multiplikatorinnen und Multiplikatoren erreichen und um dann zu hoffen, dass die auch das eine oder andere weitergeben, einerseits einen Input, andererseits schlicht und ergreifend auch Wissensvermittlung betreiben. Aber das ist im Grunde meines Erachtens für all diese Institutionen die ganz große Herausforderung. Wie erreicht man diejenigen, die nicht schon da sind? Der bayerische Gesetzgeber kommt ganz schön gut weg, gell? Fällt mir gerade auf. Ja, das erinnert mich ein bisschen, der Fernsehkoch Jamie Oliver, der hat mal ganz verzweifelt gesagt, er will ja die Briten dazu bringen, sich gesünder zu ernähren. Dann hat er irgendwann mal gesagt, es ist ja schlimm, zu mir kommen immer nur die, die sich sowieso schon gut ernähren und die anderen komme ich nicht dran. Wie machen Sie das?
Ja, also das, wir haben jetzt das Fish-and-Chips-Problem, ist jetzt bei uns nicht ganz so ausgeprägt wie wahrscheinlich in England. Aber ein Punkt ist tatsächlich einerseits über diese Multiplikatoren zu arbeiten, dass man eben im Grunde dann zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer erreicht. Die sind zum Teil dann auch zwangsverpflichtet, machen das aber, glaube ich, durchaus diese Verpflichtung ganz gern. Wir machen uns inzwischen, ich bin seit 5,5 Jahren Direktorin der Akademie für politische Bildung und ich habe damals relativ schnell meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt, so viel Mühe, wie wir auf das Einladen von guten Referentinnen und Referenten, guten Podiumsgästen legen, so viel Mühe müssen wir jetzt auch legen auf diejenigen, die kommen, die als Tagungsgäste kommen, sodass wir uns ganz häufig, also wirklich gezielt verschiedene Ansprechpartner als Gruppierungen heraussuchen, Interessensvertreter heraussuchen, die gezielt anschreiben. Das ist ein unheimlich mühsames Geschäft und nicht immer vergnügungssteuerpflichtig und natürlich etwas, was man nicht unbedingt sieht. Da wird unheimlich viel Arbeit aufgewendet. Man sieht es im Grunde nur indirekt, aber insgesamt denke ich mir, es lohnt sich und vor allem natürlich dann auch junge Leute zu gewinnen. Also das ist im Grunde so eine ganz große Herausforderung. Auch vor allem auch Erwerbstätige, diejenigen, die in dem sogenannten, in dieser Rush-Hour des Lebens, also so zwischen 30 und 45, da Leute zu erreichen. Die dann, erinnern Sie daran, dass Sie Anspruch auf Bildungsurlaub haben, ne? Das ist in Bayern ein bisschen schwieriger. Also da sollte der Gesetzgeber vielleicht nochmal tätig werden. Ah, sehr gut. Da haben wir noch was Kritisches. Ein sehr schöner Einblick bisher in Ihre Arbeit. Vielleicht noch eine Abschlussfrage an dem Punkt. Das rundet das Bild dann ab. Wenn Sie das mal formulieren würden, wenn jemand bei Ihnen ist und der verlässt Ihr Haus wieder, was wünschen Sie sich, soll diese Person mitgenommen haben? Anregungen, anderes mal, etwas mal ganz anders zu betrachten, weil er eine andere Perspektive wahrgenommen hat. Also uns geht es darum, natürlich wollen wir auch Wissen weitergeben, aber Wissen ist nicht unbedingt etwas, was länger anhält. Das vergesse ich auch unter Umständen schon auf dem Weg zum Bahnhof in Tutzing, der relativ weit weg ist von uns. Das vergesse ich vielleicht schon wieder. Aber diese Anregung, mit jemandem in Austausch gekommen zu sein und eine andere Perspektive gehört zu haben, dann Leute kennenzulernen, mit denen man vielleicht ansonsten niemals sich ausgetauscht hätte, davon bleibt meines Erachtens vermutlich mehr, weil das sind die im Grunde, wir versuchen mit dazu beizutragen, dass wir diese Zwischenschichten zwischen staatlichen Institutionen, zwischen verschiedenen Repräsentanten und der gesellschaftlichen Ebene, also diese Zwischenebene, die fehlt ja ein bisschen, die wird ein bisschen dünner meines Erachtens und wir versuchen mit einen Beitrag zu leisten, diese Zwischenschichten etwas zu stabilisieren und neue Impulse zu geben. Vielen Dank an der Stelle. Herr Glück, also wir fassen zusammen, der bayerische Gesetzgeber hat fast alles richtig gemacht. Das ist nicht schlecht, oder? So an dem Punkt wären wir sehr schnell durch. Aber wir haben jetzt heute schon des Öfteren mal die Worte gehört, postfaktisch, Filterblase kommt hier. Ja? Ein anderes Beispiel, wenn Donald Trump, das war ein Faktencheck in amerikanischen Medien, während des Wahlkampfs 133 Mal der Lüge überführt wird, da würde man wahrscheinlich in Deutschland Probleme haben, Wahlen zu gewinnen, wenn das so offensichtlich Unsinn ist. In Amerika wird er zum Präsident gewählt. Wie soll man in solchen Zeiten, und wir haben ja auch gewisse Tendenzen hier bei uns, wie wir jedenfalls schon gehört haben, wie soll man in solchen Zeiten mit faktenbasierten Argumenten Politik machen und Wahlen gewinnen? Ich glaube, zu allen Zeiten war es ein gutes Stück schwierig, nur mit den Fakten Wahlen zu gewinnen, weil die Entscheidungen der Menschen in hohem Maße wertorientiert sind und emotional sind. Und ganz neu ist die Sache ja nicht, dass die Fakten nicht zu dominieren sind. Ich habe früher bei anderen Gelegenheiten gesagt, dass hoffentlich nicht dominante, aber häufig dominante, unausgesprochene Motto vieler Konferenzen ist doch: Meine Meinung steht fest, verwirren Sie mich bitte nicht mit Tatsachen. Was nun natürlich problematisch wird, wenn es gewissermaßen zum öffentlichen Status wird, dass Fakten eigentlich nicht wichtig sind. Aber das, denke ich, führt uns auf eine andere Spur. Und einiges von dem, was da gegenwärtig abläuft, das sind schon Weckrufe, sich mit Entwicklungen auseinanderzusetzen, mit Motiven. Nämlich, Wissen allein verändert nichts. Und letztlich, Fakten sind wichtig und Wissen ist wichtig, aber es reicht nicht aus, um die Menschen zu verstehen. Und deshalb hat Trump gewonnen. Weil er beispielsweise Menschen angesprochen hat und ein Selbstwertgefühl gegeben hat, die keiner angesprochen hat. Ist ein Teil auch des AfD-Problems, wenn auch nur ein Teil.
Und insofern müssen wir uns, und das macht mir mit am meisten Kopfzerbrechen, damit auseinandersetzen. Die Digitalisierung, es ist vorher erwähnt worden, durchdringt gewissermaßen alle Lebensbereiche. Es ist hier ein wichtiges Thema, welche Auswirkungen hat es auf die Arbeitswelt. Hier hat man aber konkrete Bezugspunkte in bestimmten Bereichen, welche Prozesse etc. Was uns gegenwärtig zu schaffen macht, was ganz schwer erfassbar ist, aber Realität ist, wie verändert jetzt die Internetkommunikation unser Zusammenleben? Wie verändert es die Meinungsbildung? Was passiert da? Und vor allen Dingen, wir müssen ernst nehmen, was steckt denn dahinter? Warum haben Menschen jetzt nicht nur, und das ist eine relativ neue Entwicklung, denke ich, soziale Verlustängste? Und übrigens, natürlich, soziale Entwicklungen kann ich immer noch irgendwo darstellen über Kennziffern etc. Aber was wir gegenwärtig haben, ist aus meiner Sicht, dass die dominanten Konflikte im Kern Wertekonflikte sind. Wir haben eine Entwicklung nicht nur in Deutschland, in weiten Teilen der Welt Angst vor Identitätsverlust. Die Fragen wie Patriotismus und dann bis hin zum Nationalismus. Und das kann ich jetzt nicht allein mit Fakten, ich muss mich erst einmal auf Menschen einlassen. Wie empfinden Menschen, warum reagieren sie so? Da sind wir bei der Psychologie, Professor Frei. Und von daher sehe ich momentan in vielen Entwicklungen schon Hinweise auf Defizite, bisherige Entwicklungen, Dinge, die wir zu wenig gesehen haben, weil zum Beispiel unsere Entwicklung, meine These, eine der Thesen ist, sage ich mal, wir haben eine fatale Entwicklung in unseren Bildungssystemen. Es dominieren immer mehr testfähige Wissensfächer. Und was nicht testfähig ist, Sozialkompetenz ist nicht testfähig. Die wollen aber alle Arbeitgeber haben. Kulturelles, ja, sie wollen sie haben. Und zwar mit, am besten mit Anfang 20. Kulturelles Verständnis ist nicht testfähig. Und das dominiert nicht zuletzt durch die auf der einen Seite durchaus hilfreichen internationalen Vergleiche, aber dominiert genau dieses. Und ich glaube, wir müssen da ein bisschen tiefer bohren. Was geht kulturell, gesellschaftlich vor? Was bewegt die Menschen? Und von daher gesehen werden wir das eine oder andere vielleicht da besser verstehen. Ja, und von daher sind wir natürlich schon in einer Stück neuen Etappe, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Wenn Sie daran anschließen, Sie haben jetzt die Herausforderungen sehr schön skizziert, die Sie da sehen. Welche Rolle kann dann eine Denkfabrik wie das Roman-Herzog-Institut spielen? In welcher Funktion sehen Sie solche Institute? Ja, im Prinzip sind alle diese Einrichtungen wichtiger denn je, nämlich außerhalb des Tagesgeschäftes, um mal so zu sagen. Ohne den Druck, das ist in der Politik genauso, der aktive Politiker ist gewissermaßen wie jemand im Produktionsbetrieb, der ständig gejagt und getrieben wird, nicht dazu durch die Geschwindigkeit in den Medien. Wir brauchen Orte, die von dem Tagesdruck frei, auch Freiraum haben, das ist wieder Frage der Träger, Dinge zu diskutieren, zu erfassen, kontrovers auch gegebenenfalls auszutragen. Die Wirksamkeit dieser Einrichtungen hängt freilich davon ab, dass die Gruppe der Meinungsbildner auch solche Dinge aufgreift und sich damit auseinandersetzt. Mein Problem ist im Übrigen nicht, wie viele Menschen erreichen wir zahlenmäßig. Denn alle Entwicklungen und in den verschiedensten Bereichen, auch wenn ich schaue, was sind neue Wege gewesen in der bayerischen Politik, das überblicke ich ungefähr 50 Jahre. Das Neue entsteht immer, beginnend bei Außenseitern, es kommt immer von unten. Und jetzt kommt es darauf an, dass das von aktiven Minderheiten letztlich geprägt wird. Alle Entwicklungen werden geprägt, nicht von der großen Zahl, sondern von engagierten Minderheiten. Es geht ja schon in jedem Verein an und jede Gemeinschaft lebt davon. Und gibt es jetzt die engagierten Minderheiten, qualifiziert, aber auch in der Verbindung von Wissen, Wertorientierung und Engagement, die sich diesen Aufgaben stellen und die sie dann prägen werden? Die engagierten Minderheiten sind, die die Entwicklungen prägen. Und damit müssen wir uns ja auch insofern auseinandersetzen, die Leute zu fördern. Hier der Nachwuchspreis zum Beispiel. Und es braucht Engagement. Wissen allein verändert nichts. Da will ich einen Moment zu der Rolle Internet etwas sagen. Das Internet ist fantastisch, sich zu informieren, andere zu informieren. Ich kann damit auch mobilisieren,
Ich kann vielleicht sogar Revolutionen bewirken, aber ich kann kein Gemeinwesen aufbauen über das Internet. Darf ich mal fragen, hätten Sie das Internet und diese ganzen Möglichkeiten heute direkt mit Wählern und potenziellen Wählern zu kommunizieren, hätten Sie das gerne in Ihrer aktiven Zeit gehabt? Es ist jetzt noch mal komplizierter geworden dadurch. Ja, ja, würden Sie das gerne haben oder sagen Sie, das war eigentlich einfacher damals? Natürlich war es einfacher. Selbstverständlich, weil Sie brauchen nur mal schauen, welche Bedeutung früher Fernsehsendungen hatten. Wem juckt denn heute noch, was der Spiegel schreibt oder der Stern oder was in den Talkshows gesagt wird? So kann ich stehen lassen, so geht das. Nur die FAZ ist natürlich jetzt außen vor, natürlich. Nein, aber, Spaß. Ja, aber, und das ist ganz wichtig aus meiner Sicht, das hat uns ja gerade der arabische Frühling gelernt, aber übrigens auch das Schicksal der Piratenpartei. Übers Internet kann man toll kommunizieren, informieren und so weiter, aber gestalten kann man nur, wenn Menschen miteinander handeln und bereit sind, die Regeln des Miteinanderhandelns zu akzeptieren, Mehrheitsbildung etc. Wo ist denn jetzt die Piratenpartei, die uns schon immer gepriesen wurde als die moderne Zukunft? Und das müssen wir deutlich machen, wir müssen die Menschen ja zum Engagement ermutigen. Das ist ja ihre politische Bildungsarbeit. Nicht bloß Wissen zu vermitteln, so wichtig das ist. Der Weg entscheidet sich letztlich, unser Weg entscheidet sich, wo er prägt die engagierten Minderheiten. Ist es nur eine Protestbewegung und so weiter. Und da muss die Nahtstelle sein, jetzt von so Thinktanks zu den Räumen, wo Meinung gebildet wird, weil sonst bleibt das alles wirkungslos. Gibt es die Adressaten, die das abnehmen, die daran interessiert sind? Und gibt es Menschen, die bereit sind, mit diesen Prägungen sich zu engagieren? Engagierte Menschen braucht das Land. Das ist, glaube ich, das können wir unterstreichen. Das können wir, glaube ich, auf jeden Fall unterstreichen. Das wäre auch im Sinne von Roman Herzog, da bin ich sehr sicher. Fragen wir doch mal den anderen Politiker in der Runde. Herr Heubisch, wenn Sie sich an Ihre Regierungszeit erinnern, da hat man ja eine Menge zu tun, alle auf Linie zu bringen. Da muss eine Koalition irgendwie, also innerparteilich muss man sich abstimmen. Da muss man mit dem Koalitionspartner noch eine gemeinsame Marschroute festlegen. Da muss man sehr viel Konsens erzeugen. Da freut man sich doch bestimmt, wenn man dann aus einem Think Tank nochmal was völlig Konträres hört, oder? Was völlig Konträres. Was völlig Konträres. Das passt einem ja dann richtig gut in den Kram. Davon lebt der Politiker, dass er permanent mit etwas Konträrem auch beschäftigt wird. Das ist klar, denn ich allein denke, eben Internet, wie viele Zuschriften man bekommt, wie oft man angesprochen wird bei Veranstaltungen, die eine völlig andere Einstellung haben zu den Problemen, wie man sie selbst vielleicht lösen würde. Aber eins ist sicher richtig, der ganz entscheidende Punkt ist für mich als Minister damals gewesen, permanent mit den Menschen zusammenzukommen. Zum Beispiel habe ich gleich am Anfang sämtliche Universitäts- und Hochschulpräsidenten eingeladen. Einfach um die persönlich kennenzulernen, einmal mit denen zu diskutieren, was berührt euch. Nicht das, was sie jetzt niedergelegt haben auf den Internetseiten, sondern ganz persönlich. Und das ist ein wichtiger Aspekt, mit dem ich viele Probleme nicht nur erörtern muss, sondern auch durchsetzen muss, lösen muss. Die möchte ich auch persönlich, wenn es irgendwie geht, auch kennengelernt haben. Ich muss sie einschätzen. Und das ist auch, glaube ich, die Grundlage dafür, dass man dann einigermaßen erfolgreich auch etwas gestalten kann, weil man alle im Boot mit hat. Ich sehe das an, auch heute, ich bin ja jetzt im Stadtrat. Wie viele Probleme kann ich nur lösen, wenn ich rausgehe mit in einer Bürgerversammlung, versuche mal zu diskutieren, vermeintlich einfache Probleme, aber die sind essentiell. Also ich komme immer mehr weg von, in der Tat, von dem Internetdiskussionen, sind notwendig, damit man weiß, wo geht die Diskussion lang. Und was mir überhaupt nicht gefällt an der Internetdiskussion, ist die Freiheit der Meinung in einer Art und Weise, dass man den anderen nicht mehr respektiert, sondern nur noch versucht, ihn niederzumachen, klein zu machen mit unflätigen Bemerkungen, die ich sage, hier niemals in dieser Versammlung, hier in diesem Kongress einer machen würde. Aber draußen in dem Bereich, wo er
kein Individuum mehr ist, ist das völlig losgelöst. Und das ist für mich eigentlich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Und darum kann man auch als verantwortlicher Minister, kann ich nur den Rat geben, immer auch die persönlich dafür zu sorgen, dass man die Leute trifft. Sind Sie bei Twitter und Facebook? Ich habe gar nicht geschaut vorher. Ja, machen Sie das selbst? Ich bin bei Facebook und bin genau in der Filterblase drin, Frau Professor Münch, die Sie angesprochen haben. Das kannst du vergessen. Du kannst dich auch breit aufstellen. Und selbstverständlich klicke ich nicht nur den Christian Lindner an, sondern ich hätte gern auch den Alois Glück angeklickt und auch die Barbara Stamm, jetzt um mal eine Breite hier aufzuzeigen. Aber im Endeffekt bist du doch wieder bei denen, die deine Meinung im Endeffekt im Großen auch teilen. Haben Sie da über die Sozialen, würde mich interessieren, mal eine gute Anregung gekriegt, wo Sie sagen, so über das Internet kam mal ein Anstoß für ein echt gutes Projekt, war eine Sichtweise, die hätte ich sonst so nicht auf dem Schirm gehabt. Also das Interessanteste für mich an Facebook ist eigentlich, dass ich immer wieder gute Hinweise auf Artikel zum Beispiel aus der FAZ bekomme. Ich kann sie auch nicht jeden Tag von vorne bis hinten lesen. Da bekommt man wirklich Anregungen, dass ich mir sage, es ist bedauerlich, dass die Presse, dass das Zeitunglesen, das haptische Zeitungslesen eigentlich immer mehr und mehr abnimmt. Aber ein Zeitungsartikel, Meinungsartikel ist für mich das Interessanteste im Facebook. Das klang gut. Ich schaffe es übrigens meistens auch nicht, meine Zeitung selbst durchzulesen, muss ich gestehen, weil so viel drinsteht. Aber es ist ja auch ein Angebot und man nimmt das mit, was man braucht. Eine Frage hätte ich noch, die mich sehr interessiert. Und zwar im Sinne von Gedankenaustausch, Think Tank, da kommt ein Politiker und nimmt sich Zeit und lässt sich mal in so eine kontroverse Diskussion ein. Der Alltag von aktiven Politikern sieht ja meistens anders aus. Die kommen eine Viertelstunde vor so einer Diskussion und gehen eine Viertelstunde nachher. Und zwar natürlich nicht, weil sie unhöflich sind, sondern weil noch 10 andere Veranstaltungen am Tag anstehen. Und jeder will seinen Wahlkreispolitiker, seinen Bundesminister haben. Man versucht, allen gerecht zu werden. Bleibt im aktiven Politikeralltag, wenn man ein Amt ausübt, wo bleibt denn da der freie Raum, sich mal auf solche Debatten einzulassen und mal mit in einen offenen Prozess reingehen? Wie schafft man das? Das schafft man auf alle Fälle, indem man einfach die Termine blockiert. Und das muss ich machen. Ich muss entscheiden, wie gestalte ich meine Arbeitstage, die Werktage, wie gestalte ich, jetzt sage ich zusätzlich, Samstage und auch Sonntage, was ist wichtig? Und jetzt kann ich mich hier ruhig outen, mal in diesem Hause hier. Ich habe hier ganz bewusst diskutiert darüber, und zwar mit extrem guten Wissenschaftlern auch, über die Vorstellungen in der Wissenschaftspolitik. Und zwar nicht nur national, sondern international. Aber ich brauche auch ein Forum, und da war ist einfach die VBW, das darf ich hier auch einmal so sagen, eine Plattform gewesen, die mir immer die Möglichkeit gegeben hat, auch Leute zu treffen, die ich zum Teil gar nicht kannte, die mir aber das Wissen und meine Gedanken geweitet haben. Oder ein anderer Think Tank war gestern Nachmittag. Ich habe mir gedacht, jetzt muss ich endlich mal in München ein Startup-Unternehmen ansehen. Das erfolgreich ist. Ich habe gestern Nachmittag so viel über Startups und Zukunft der Arbeit, Zukunft der Gestaltung, auch der Wirtschaft in Bayern und in Deutschland gelernt. Das ist im Internet, könnte ich das alles theoretisch nachlesen. Aber die Praxis vor Ort, die Diskussionen mit den jungen Menschen, da sehe ich, wo der Schuh drückt, was toll ist hier, wo wir uns weiterentwickeln müssen. Und ich sage, Herr Professor Hadrill, Sie haben mir mit Ihrem Vortrag mir eine Steilvorlage gegeben. Think positive. Auch bei den jungen Leuten habe ich das gesehen. Die denken positiv. Und das war auch für mich auch wieder eine absolut positive Rückmeldung. Und deswegen sind solche Thinktanks, praxisorientierte Thinktanks, auch für einen Politiker essentiell wichtig. Also eine Frage der Priorisierung, wie man sich die Freiräume schafft. Herr Buck, Sie haben im Vorgespräch gesagt, ja, so
die israelitische Kultusgemeinde so ganz als Think Tank würden wir uns vielleicht dann doch nicht begreifen. Aber was klar ist, Sie haben ja eine Botschaft und Sie wollen in eine Gesellschaft reinwirken. Wie machen Sie das? Ja, also in der Tat, eine klassischen Think Tank sind wir nicht. Das Rabbinat sieht es vielleicht anders. Aber nun vertrete ich ja heute auch Frau Dr. Knobloch und kann das zwangsläufig nur unzureichend tun, weil sie als Überlebende des Holocaust natürlich nochmal eine völlig andere Botschaft hat und auch einen völlig anderen Blick auf unser Land, wie ich ihn überhaupt nur ansatzweise vielleicht vermitteln kann. Insofern versuchen wir als jüdische Gemeinde zweierlei Botschaften zu senden. Zum einen sind wir eine klassische Religionsgemeinschaft, das heißt, unsere zentrale Funktion ist natürlich jüdisches Leben in München von Geburt bis zum Tod zu gewährleisten. Aber zum anderen sind wir zwangsläufig, natürlich haben wir eine spezielle Botschaft mit Blick auf dieses Land. Und das lebt natürlich besonders noch. Und ich weiß davon zu berichten, was das für ein Privileg ist, mit den Zeitzeugen noch zusammenarbeiten und auch die Begegnung immer wieder zu haben. Das ist schon eine sehr spezielle Begleitung unseres Landes durch die unterschiedlichen Phasen. Und gerade jetzt in diesen Jahren muss ich sagen, dass dieser Blick und diese Botschaft, die von diesen Menschen noch kommt und die Gott sei Dank noch berichten können, wichtiger und wertvoller ist denn je. Und es war ja auch Roman Herzog, seligen Angedenkens, der 1996 war es, glaube ich, den Holocaust-Gedenktag etabliert hat, weil er wusste, wie wichtig Erinnerung ist und wie wichtig es ist, die Lehren aus der Erinnerung zu ziehen, aber natürlich nicht, indem man in der Vergangenheit verharrt, sondern indem immer das Gedenken eine Brücke schlägt in die Gegenwart. Und ich glaube, genau dieser Blick mit dieser Sensibilisierung, wie zerbrechlich unsere Errungenschaften der letzten Jahrzehnte sind, die enorm sind. Freiheit, Demokratie, der Erhalt und die Durchsetzung von Menschenrechten sind ganz, ganz zerbrechlich. Und ich glaube, wenn wir jetzt in den kommenden Tagen 60 Jahre Grundstein der Europäischen Union feiern, dass wir damit natürlich auf die längste Friedensperiode auf unserem Kontinent zurückblicken und dass viele, gerade junge Menschen, das schon als selbstverständlich erachten. Und das ist, glaube ich, die zentrale Botschaft, die wir auch als jüdische Gemeinschaft, die sich bei Gott nicht über den Holocaust identifiziert, wo aber zwangsläufig leider der Holocaust noch immer tägliche Realität ist, nicht historisch anno dazumal, sondern täglich gespürte Realität. Und da haben wir natürlich schon einen besonderen Blick dafür und eine besondere Sensibilisierung dafür, wie zerbrechlich das ist und wie sehr wir darauf achten müssen, wie sehr auch die Wehrhaftigkeit in der Demokratie ganz zentral ist. Darf ich da gerade mal nachfragen? Ich glaube, jeder im Raum kann sich vorstellen, welche Bedeutung es in der Kommunikation hat, wenn Zeitzeugen erzählen. Das ist, glaube ich, hier unbestritten. Jetzt wird aber irgendwann mal, darüber hatten wir auch gesprochen, ist absehbar, dass leider keine Zeitzeugen mehr davon berichten werden können. Wie wird sich damit Ihre Kommunikation, Ihre Botschaften verändern? Wie stellen Sie sich darauf ein, die Debatte dennoch in diesem Sinn weiter zu beeinflussen? Gut, nun ist es ja nicht die jüdische Gemeinschaft, die in der Funktion ist, immer wieder die Lehren aus der Vergangenheit anzumahnen. Ganz im Gegenteil. Ich würde mir eigentlich wünschen, und es ist ja Gott sei Dank auch der Fall, dass eben die Gesellschaft selbst ihre Verantwortung erkennt und die Politik die Verantwortung ja auch wahrnimmt. Also wenn wir da auf die etwas mehr als 100.000 Juden in diesem Land angewiesen wären, das wäre traurig und das ist ja auch Gott sei Dank nicht der Fall. Aber natürlich sind die Zeitzeugen die tragenden Säulen der Erinnerung und ich bin leider speziell jetzt auch das in den letzten Jahren immer so
positiv und so optimistisch meine Chefin ist, so pessimistisch werde leider zunehmend ich, und auch mein Schreibtisch ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, sondern, glaube ich, ein ziemlich guter Seismograf auch für den Zustand unserer Gesellschaft und auch für den Zustand von Freiheitsrechten in unserer Gesellschaft und dem Stand der Minderheiten. Aber zurück auf Ihre Frage. Die Zeitzeugen sind die zentralen Säulen der Erinnerung, ja, und ich denke, dass wir gerade jetzt in dieser historischen Schwelle, wo wir quasi an dem Punkt sind, wo aus Zeitgeschichte Geschichte wird und wo uns die letzten Zeitzeugen demnächst leider verlassen werden, feststellen werden, ob die Stahlträger, die wir um die Säulen herum gebaut haben, auch wirklich tragen werden. Und da bin ich mir manchmal nicht ganz sicher. Also wenn ich jetzt beobachte, mit welcher Geschwindigkeit und mit welcher Radikalität sich doch extreme Tendenzen in unserer Gesellschaft wieder festsetzen konnten, mit welcher Art und Weise diese Thesen und Praktiken Zuspruch erhalten, Applaus erhalten, wie schnell man mobilisieren kann, dass aus diesen Stimmungen Stimmen werden und aus diesen Stimmen Mandate und dann irgendwann Entscheidungen, dann muss ich mir schon die Frage stellen, welche Lehren haben wir tatsächlich gezogen und wie stabil ist diese freiheitliche Demokratie in letzter Konsequenz wirklich? Passen Ihre Botschaften in 140 Zeichen? Wird knapp. Also sagen wir mal, mit nie wieder Ausrufezeichen ist es nicht getan. Es braucht schon ein bisschen mehr, um Bewusstsein zu schaffen. Ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne muss etwas ausgeweitet werden. Ich glaube, daran sollten wir arbeiten. Wir twittern nicht, wir sind auf Facebook und da muss ich leider sagen, das wird zunehmend mehr Pest als Segen. Also wenn ich das ernsthaft betreiben wollen würde, wäre es eine Ganztagsbeschäftigung und die würde zu 90% aus Löschen von dem bestehen, was gänzlich unerträglich wird. Und das, was so halbwegs erträglich wird, wo auch der Staatsschutz dann nicht sagt, das müsst ihr jetzt löschen, auch das macht keinen Spaß. Also insofern, ich glaube, dass wir dass es Facebook ganz, ganz gut ist, um zu gucken, was haben wir so alles an Meinungen. Ich versuche nicht zu glauben, dass das wirklich repräsentativ ist, weil sonst wird es nämlich sehr ungemütlich. Aber wir sollten schauen, dass wir von dem, was wir vielleicht mal gedacht haben, was die Zukunft ist, dass wir den Mut haben, wieder einen Schritt zurückzugehen, wieder mehr persönliche Begegnung, wieder mehr fundamentale Wissensvermittlung. Vielleicht, wenn ich eins noch sagen darf, ich weiß noch sehr genau, wie unsere Bundeskanzlerin verlacht worden ist, als sie damals im Zuge von Internet und ich weiß nicht, irgendwie ist das Handy so in so ein Tauchbecken, also es war alles Neuland. Und es haben sich alle so amüsiert, wie, ach, unsere Kanzlerin entdeckt das Internet und es ist Neuland und wir sind ja alle schon Digital Natives. Ich glaube, dass alle völlig unterschätzt haben, was diese Digitalisierung im Bereich der Kommunikation, der politischen Kommunikation, der gesellschaftlichen Kommunikation, was das bewirkt hat, weil es hat nämlich bewirkt, dass wir in unterschiedlichen Welten leben, dass ich mit meinem Nachbarn auf demselben Gang leben kann. Wir teilen vielleicht sogar den Balkon und trotzdem lebt er in einer völlig anderen Welt. In einer Welt, wo Flüchtlinge Hunde schlachten und Frauen verschwinden und so weiter. Und in der unreflektiert alles geglaubt wird, geteilt wird, verbreitet wird und in der die FAZ Fake News ist. Übrigens ja. Bin ich ganz entsetzt, dass ich offensichtlich der Einzige bin, der die täglich von vorn bis hinten liest. Aber nun gut.
So, an der Stelle, besser kann es jetzt gar nicht werden. Also ich drehe mich mal hier hin. Er hat ja vollkommen recht. In vielen Debatten werden Zeitungen, Medien insgesamt auch Teil des Establishments. Da sitzen wir zusammen auf der Anklagebank, Parteien, alles Establishment, Medien. Sie haben gerade gesagt, Sie wollten noch eine kleine provokante Anmerkung machen. Bitte schön, immer gerne. In dem Mittelpunkt da vorher in der Präsentation, im Verständnis der Arbeit etc. steht der Begriff Freiheit. Und das ist schon richtig, aber für sich allein gestellt halte ich das für gefährlich. Für mich ist ausschlaggebend für viele Fehlentwicklungen und für den Weg in die Zukunft, dass wir Freiheit und Verantwortung immer miteinander verbinden. Viele Fehlentwicklungen haben wir. Ein Aspekt war schon über viele Jahre im Bildungssystem, wenn plötzlich sich als Reaktion auf andere problematische Entwicklung Selbstverwirklichung im Mittelpunkt steht und letztlich sehr egozentrisch das Ganze läuft, dann ist es eine der Quellen für viele fatale Entwicklungen. Und auch mit Blick auf generell Freiheit, verantwortlicher Umgang mit der Freiheit, eine neu belebte Kultur der Verantwortung. Deswegen ist mein Wunsch auch, dass wir bewusster Freiheit, und das ist natürlich elementar wichtig, da brauchen wir nicht kontrovers diskutieren, Freiheit und Verantwortung ständig miteinander verbinden, weil sonst kann es nicht gut gehen, sonst wird nur die Freiheit beansprucht oder zu sehr in zerstörerischer Weise. Ich glaube, wenn in einem Beitrag mehr als 5-mal das Wort Freiheit fällt, muss der FDP-Mann auch zu Wort kommen. Vielleicht geben Sie es gerade als Ergänzung rüber. Nee, ich hab eins. Ja, selbstverständlich, Herr Glück, Sie sind herzlich willkommen bei den Liberalen, da sind wir überhaupt nicht unterschiedlicher Meinung. Habe ich ja nicht so aufgefasst. Nein, es ist ganz klar, Freiheit heißt selbstverständlich auch Verantwortung. Anders kann Leben nicht funktionieren. Übrigens, ich möchte auch einmal hier Lanze brechen für unsere Jugend, denn das habe ich ja sehr intensiv begleitet in meinen 5 Jahren. So wie die Jugend heute ihre Einstellung zur Ausbildung, zur beruflichen und zur akademischen Ausbildung hat, wenn ich meine eigene Jugendzeit ansehe, waren wir nicht so zielgerichtet und ja, in der Richtung marschierend wie die heutige Jugend. Bestes Beispiel ist für mich in diesem Fall die Technische Universität München, als ich begonnen habe, 19.000 Studierende. Und als ich ausgeschieden bin, also 13, 14, 39.000 Studierende, die diese naturwissenschaftlichen, technischen, betriebswirtschaftlichen Studien betreiben und die mich ganz entscheidend auch mitwirken, also die Jugend insgesamt, dass wir wirtschaftlich auch so einen Erfolg hier haben. Und diese Leute sind auch noch, wenn sie dran denken, der Präsident macht einmal im Jahr ein Adventskonzert im Gasteig. 2 Vorstellungen mit je 2.400 Besuchern voll belegt. Da spielt das Orchester der Technischen Universität. Das sind Leute, die auch die Kultur, die Kunst extrem in ihrem Herzen haben und sie wiedergeben. Und das ist ein Punkt. Kultur kann auch nur mit Wissenschaft in Zusammenhang gehen. Und darum ist es auch richtig, dass Wissenschaft und Kultur zumindest in Bayern, Frau Schipanski, bei Ihnen war es genauso, in Thüringen, selbstverständlich in einem Ministerium angesiedelt sind. So, das Mikro können Sie ruhig behalten. Ich sehe, Sie wollen es mir immer rübergeben. Die Freiheit des Moderators ist ein bisschen eingegrenzt durch den Zeitplan, aber Sie wollen direkt antworten, Frau Münch. Völlig unbestritten, dass das ganz wichtig ist und dass das ein positives Zeichen ist, aber es geht natürlich nicht nur darum, um Bildung für das eigene Fortkommen, sondern der Punkt, auf den Herr Glück ja zu Recht hingewiesen hat, ist, dass die Ermöglichung dessen, dass man diesen Studienplatz hat, diesen Ausbildungsplatz, diesen Schulbesuch, dass das einen natürlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung auch einbindet und daran fehlt es meines Erachtens durchaus nicht, weil die jungen Leute das nicht wollen, sondern weil wir vielleicht alle, auch die Eltern,
ehrgeizige Eltern, ehrgeizige Schulen und Universitäten in erster Linie auf diesen Fortschritt mit Blick auf Wissenszuwachs, mit Blick auf wirtschaftlichen Erfolg. Aber es geht ja darum, dann auch im Grunde diese Verantwortung mit zu übernehmen und sie nicht nur im Grunde das ganze Gemeinwesen passiv die Rahmenstrukturen als gewinnbringend und als vorteilhaft anzunehmen, sondern dafür einzustehen, dass die auch weiterhin erhalten bleiben. Ohne das wird es nicht funktionieren. Vor 60 Jahren hat man bei einer Gründungsveranstaltung der Akademie für politische Bildung, hat Erik Vögelin gesagt, Demokratie ist kein Schlaraffenland, Rechtsstaatlichkeit auch nicht. Und genau diese Strukturen braucht man, um diesen wirtschaftlichen Erfolg, um diesen Erfolg der Wissenschaften zu haben. Und da muss den jungen Leuten natürlich auch die Zeit und auch die Möglichkeit selbst, sie müssen sie wahrnehmen, man muss sie ihnen nicht nur zuweisen, sondern sie müssen sie auch selbst wahrnehmen. Und ich habe manchmal ehrlich gesagt den Eindruck, dass das etwas ist, was in unserer Diskussion mit Blick auf Leistungserfolge ein bisschen gering geachtet wird. Sehr schön. An der Stelle möchte ich mal gucken, ob es Handzeichen aus dem Publikum gibt, ob jemand eine Frage hat an die Diskutanten oder vielleicht auch nochmal einen Standpunkt hat, den er meint, hier ein bisschen unterrepräsentiert zu sehen. Wir haben nämlich Mikros im Saal. Nein, ich sehe schon, Sie sind alle begeistert. Dann sind wir sogar im Zeitrahmen. Da werde ich nicht als Einziger, nachdem alle heute so diszipliniert waren, den sprengen. Ich habe aber noch eine Bitte an Sie. Und zwar sind wir heute hier zum 15. Geburtstag. Sie haben es schon gesagt, Frau Sefsay-Tegetow, ein Teenager mit einer Pubertät. So, wir denken uns jetzt mal 15 Jahre weiter, 30, Highway of Life. Fangen wir doch mal an mit Ina Heubisch. Was würden Sie dem RHI-Institut für die nächsten 15 Jahre mit auf den Weg geben? Ach, wenn ich jetzt zuerst mal 15 Jahre zurückdenke und wie die Welt sich verändert hat in 15 Jahren, also ich glaube, das kann man nicht ich kann nur Wünsche äußern. Wünsche habe ich dahingehend, dass ein Ort oder eine Gesellschaft ein Verbund wird, wo die Menschen zusammenkommen und persönlich mehr diskutieren können. Ich sehe auch die Verpflichtung, dass die Veranstaltungen nicht nur in München stattfinden, sondern, wenn ich jetzt mal einen bayerischen Bezug herstellen darf, auch in anderen großen bayerischen Städten. Das halte ich für wichtig. Und das Zweite ist natürlich der internationale Bezug, den wir in Zukunft noch mehr brauchen werden. Aber im Endeffekt nahe Menschen, das würde ich mir wünschen, wenn das Roman-Herzog-Institut so viel finanzielle Voraussetzungen oder auch hat, dass sie das machen kann. Na, am Menschen. Vielen Dank. Herr Glück, wie sehen Ihre guten Wünsche für das RHI aus und was würden Sie raten? Also ich wünsche insbesondere, dass es gelingt, den Strukturwandel, den tiefen Wandel, der mit der Digitalisierung ausgelöst wird, hier gut zu begleiten, einmal im Sinne des Verstehens, des Informierens, aber dass darüber hinaus vor allem auch geleistet wird, neben dem Vorrang die Arbeitswelt und die Arbeitswelt von morgen, gerade für die Führungskräfte in der Wirtschaft, in den Firmen und in den Verbänden, die ganzheitlichen Zusammenhänge im Hinblick auf gesellschaftliche Entwicklungen und die Befindlichkeit der Menschen in dieser Situation, gerade auch diesen Personenkreis, der naturgemäß sehr stark zweckorientiert agieren muss, verständlich zu machen, damit nicht ein Entfremdungsprozess Wirtschaft und Gesellschaft noch weiterläuft, sondern eher als ganzheitliches Leben begriffen wird. Also insbesondere in den Bereich der Führungskräfte der Wirtschaft hinein diese gesellschaftspolitischen und menschlichen, humanen Dimensionen zu einer Gesamtschau bringen kann. Vielen Dank. Frau Professor Münch, was geben Sie dem Geburtstagskind mit auf den Weg? Ein Blick in den Edelman Trust Barometer würde ich anraten. Anlässlich des Davoser Weltwirtschaftsforums Anfang diesen Jahres, wie jedes Jahr veröffentlicht Edelman dieses Trust Barometer, dieses Vertrauensbarometer weltweit, über 30.000 Befragte in ca. 28 Staaten.
Das ist beängstigend und das ist meines Erachtens für uns alle und gerade für Einrichtungen. Vielleicht können Sie mit zwei Sätzen, da geht es um Vertrauensverlust. Da geht es um Vertrauensverlust. Es geht um Vertrauensverlust gegenüber staatlichen Einrichtungen, deren Vertretern, weniger die Einrichtungen als die Politikerinnen und Politiker. Es geht um Vertrauensverlust gegenüber den Medien, Vertrauensverlust auch gegenüber der Wirtschaft, Vertrauensverlust auch gegenüber den Nichtregierungsinstitutionen. Und zwar ein Vertrauensverlust, den wir in allen Staaten haben. Das ist eigentlich vielleicht beruhigend und gleichzeitig schon wieder beängstigend. Und ich denke mir, das ist der Auftrag auch für Einrichtungen, auch für meine eigene, aber natürlich auch das Roman-Herzog-Institut, einen Beitrag zu leisten. Also erstens natürlich zu analysieren, woher kommt der Vertrauensverlust, aber dann vor allem einen Beitrag zu leisten, dass diese Distanz, zum Teil ist es ja auch nur eine gefühlte Distanz, zwischen der Öffentlichkeit und diesen verschiedenen Eliten, die wir ja so dringend benötigen, aber dass dieser Vertrauensverlust nicht größer wird und die Distanz kleiner wird. Und ich denke mir, das müssen wir leisten, indem wir, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Verbindungsebenen zwischen Staat und zwischen Gesellschaft, da müssen wir rein in diese ganz unterschiedlichen Bereiche, indem wir eben nicht nur das Publikum ansprechen, das wir immer ansprechen, sondern eben immer wieder darum bemüht sind, die anderen zu erreichen und nicht nur anzusprechen und nicht nur zu informieren, sondern eben diesen Dialog herzustellen. Vielen Dank. Und last but not least, Sie können gleich für alle applaudieren, dann machen wir es an einem Paket. Lieber Herr Buck, was sind Ihre guten Wünsche? Ich möchte an Professor Münch und Präsident Glück anknüpfen, weil ich mir auch wünsche, dass wir wieder ein Gemeinwesen im wahren Wortsinne werden. Und ich glaube auch, dass Roman Herzog jemand war, der eben auf der einen Seite natürlich die soziale Marktwirtschaft im Blick hatte, aber eben auf der anderen Seite auch den Rechtsstaat und die Demokratie und die freiheitlichen Errungenschaften. Und das eben sehr ganzheitlich gesehen hat. Und ich glaube, dass das Roman Herzog Institut auch durch den interdisziplinären Ansatz, aber eben auch durch die Querverbindungen zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft genau das leisten kann. Auf diesem Wege vielleicht mit daran tun kann, dass wir als Gesellschaft wieder die entstandenen Spannungen und das entstandene Auseinanderdriften eventuell eindämmen können. Ich glaube, das ist ganz essentiell für unsere Gesellschaft. Vielen Dank. Jetzt dürfen Sie klatschen.